Hallo Freunde, wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mopar-Reportagen und mehr. Ja, und ich sehe gerade, da kommt gerade ein Güterzug von hinten. Das ist nämlich hier die Stelle in Halle, wo ich immer filme, wenn ich Pause habe. So wie heute. Habe ich schon eine Stunde Aufenthalt und kann hier schön filmen. So, aber ich habe auch andere Sachen gefilmt. Oder besser gesagt, es sind auch andere Leute, die für mich gefilmt haben, mit Sven, der Michael, der Dirk, der Carsten, der Manuel und noch viele, viele andere. Ja, und was ich alles so Tolles gefilmt habe und die anderen, das schauen wir uns doch jetzt erstmal an. Na? Dabei ist natürlich auch dieser Güterzug, den ich gerade noch im Hintergrund sehe, na? Oder besser gesagt, der vor mir steht, der gleich losfährt, den werdet ihr natürlich dann auch noch sehen. Und so vieles andere mehr. Ja, gut, dann würde ich sagen, Film ab. Vater angekommen und schon kommt der Erste. Das ist ein Klasse. Gleis 12 steht RE4 nach Goslar über Köln im Abschnitt U, Abfahrt 9:46. Schön, dass Sie da sind. Mit der Bahn können Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel. Schützen Sie sich und andere. Halten Sie den Mindestabstand ein. Halten Sie Ihre Umfangsbewegung im Gesamt. Thank you.
Ja, die Wochen muss man auch schon mal herkriechen, die Lokabschanne. S5X von Zwickau weiter als S5X nach Zwickau Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 10.14 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Thank you.
Oh, ganz schön. Thank you.
auch heute drei Wochen gehört. Ja? Die sind wir voll. Das hört man deutlich. Thank you.
Freunde. Aber wir sind allerhand dabei. Man darf nicht vergessen, die Aufzeichnung, die ist von. Die Aufzeichnung ist vom Donnerstag. Und natürlich gibt es das Video erst am Freitag zu sehen, logischerweise. Na? Wie sich das halt gehört. Ja, gut. Aber es gibt noch weitere Themen. Und die werdet ihr natürlich auch erfahren. Zum Beispiel Modellbahn. Na? Dann haben wir noch ein paar Pakete zum Auspacken. Ja, mal wieder. Hat auch mit der Modellbahn zu tun. Und natürlich, was passiert denn am Wochenende? Ja, aber ihr hört es ja selber, es ist ja sehr laut. Und ich musste sehr laut sprechen. Und deswegen würde ich mal sagen, der Rest des Videos erfolgt jetzt zu Hause. Also, dann machen wir mal einen kleinen Sprung zu mir nach Hause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Da bin ich wieder. Bin mal schnell umgezogen. Vom Bahnhof in die Wohnung. Ja, das war natürlich so nicht geplant. Eigentlich wollte ich das komplette Quassel-Video im Bahnhof abschließen. Aber da kamen dann ständig Ansagen und ab und zu auch wieder ein Güterzug und meine Zeit war dann eh um. Ne? So sieht's aus. Hier läuft natürlich jetzt im Hintergrund der Waschmaschine, aber das ist ja nicht so wild. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Modellbahn. Ja, was gibt's denn da so Schönes bei Modellbahn? Naja, ihr seht es, glaube ich, im Hintergrund, was es so Schönes gibt. Es gibt neue Wagen. Rova-Wagen sind das, oder Rola-Wagen, oder wie die sich nennen. Ja, das sind dieselben, die ich, glaube ich, schon mal hatte als Nachbau von der Leipziger S-Bahn. Ich könnte euch ja noch daran erinnern, das war so ein Selbstbau aus irgendwelchen alten Umbauwagen. Hat jemand diese Rola-Wagen gebastelt. Das sind aber Originale. Die waren im Angebot bei DM Toys. Und 3 ist natürlich ein bisschen wenig, ist klar. Ich werde mir versuchen, noch 2 zu organisieren, wenn sie günstig sind. Oder halt noch so eine Packung nehmen dann nächsten Monat, wenn sie noch günstig sind. Damit ich wenigstens 6 solche Wagen habe. Ja, die passende Lok ist ja dran. Könnt ihr vielleicht auch sehen. Da. Ja, der E42. Der Holzroller. Der ist ja genauso mit den Wagen gefahren. So. Gut, das war das. Und was gibt es sonst noch bei Modellbahn? Naja. Ich weiß, dass ich immer noch das eine Neubaugebäude fertig machen muss. Aber bei dem Wetter, das sollte man so lange ausnutzen, wie es geht, ne? Und nicht in der Wohnung sitzen und dann hier an der Modellbahn basteln. Das ist ein bisschen blöd. Ja, und dann ist halt noch dieser Rampe, die ich vorhatte dann zu bauen, aber das kommt dann alles später. Dann bekommt er noch Besuch, oder es kommt noch Besuch, der sich dann um die, ne, Stoppstellen kümmert. Oder sollte ich besser sagen, um die Gleisabschnitte, die dann ohne Strom sind. Und da kommen dann noch Signale hin und so weiter. Aber das kommt alles später. Ich wollte euch jetzt erstmal bloß diese Wagen zeigen. Ich kann jetzt natürlich kein Fahrvideo machen. Ist jetzt 2 Wochen lang wieder nicht passiert. Oder sagen wir eine Woche. Ja? Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass die Gleiser total verstaubt sind. Ich könnte natürlich jetzt wirklich außenrum noch einen Staubsauger fahren lassen. Und die schönen Rola-Wagen oder Rova-Wagen, wie sie jetzt genau heißen, kreisen lassen, aber sinnlos. Das baue ich dann wieder mit ins Fahrvideo rein. Ne? So machen wir das. So, aber nichtsdestotrotz haben wir noch ein Thema. Ne? Das Ne muss ich mir auch abgewöhnen. Immer was Neues. Erst dachte aber und dann immer Ne. Und ja, ich lasse mir halt immer was Neues einfallen. Also nochmal, wir haben noch ein Thema. Und zwar Pakete. Da habe ich jetzt insgesamt 4 Stück für euch. Ich erwarte nämlich noch ein paar Wagen. Und ein sehr großes, naja, sagen wir zum Teil Überraschungspaket. Ja, und ich würde dann mal sagen, dann baue ich jetzt die Kamera um. Und dann packen wir
die Pakete zusammen aus. Ich bin ja selber gespannt, was jetzt alles in dem großen Paket drin ist, weil es ist doch etwas größer, als ich dachte. Ist alles Spur N, also nichts für andere Leute, sondern nur Spur N. Aber der Karton, der macht mir ein bisschen Angst. Nicht, dass es die falsche Spur ist. Dann habe ich nämlich dann den Arschkarton. Naja, schauen wir mal, ne? Ja, Freunde, jetzt habe ich schon wieder umgeräumt und dann würde ich mal sagen, kommen wir zum ersten Paket. Und zwar das. Das ist eigentlich ja sehr leicht, das macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob hier mal was drin ist. Aber das werden wir gleich sehen, ne? So, und ich habe mir immer noch kein neues Cuttermesser zugelegt. Oh Mann, ey. Jeden Tag fahre ich an den Baumarkt vorbei, aber ich hole mir kein Cuttermesser. Aber eine Lampe. Eine Lampe habe ich mir geholt, eine neue. Ja. Ja. Habe ich gleich hier liegen. Da. Eine neue Fahrradlampe. Kann ich euch mal schnell zeigen. Bup. Von Prontepe. Propete oder wie die Scheiße heißt. Ja, kann man aufladen. Braucht man nämlich jetzt aktuell bald wieder. Denn es wird ja jetzt immer zeitiger dunkel. Das war das. Aber ein Cuttermesser, was vorne sogar in der Kasse liegt, habe ich natürlich vergessen. Da muss man halt das alte Teile nehmen. Das wird schon gehen. Kann ich nicht hier mich auszahlen. Was ist denn das? Hm. Ich würde mal sagen, das ist Styropor, hä? Oder Quietschpappe oder was ist das für ein Zeug? Okay. Ich denke, wir können so rausziehen. So, es ist etwas von Fleischmann, ne, mit Gummi. Nein, es ist von Fleischmann. Und zwar ist es ein, Mensch, mach ein Gummi erstmal. So. Okay, es ist ein, ha, richtig gesehen. Es ist ein Containerwagen, mal wieder. Der war wirklich super günstig. Habe ich mir selber gekauft. Hat mich 15 Euro gekostet und natürlich kommt dieser Container wieder runter. Hm. Bis jetzt hat sich auch noch keiner gemeldet wegen den anderen Containern. Und da kommt dann wieder eine Wechselbrücke drauf oder zwei Wechselbrücken. Muss ich auch mal sehen, wo ich die dann hernehme. So, das war das. Das war der erste Waggon. Und dann haben wir dieses Paket hier. Ja. Könnt ihr sehen? Ja, ich denke schon. So, dann schauen wir mal, was das ist. Wie gesagt, ich habe vor, aktuell wieder einen bestimmten Zug mir wieder zusammen zu basteln. Und naja, das war eine Spontanidee, weil ich ja diese eine Lok bekommen habe und die dann plötzlich hatte keinen Einsatz mehr oder sagen wir mal, wäre dann besser gewesen, wenn sie dann wieder den passenden Zug hätte. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen rumrecherchiert und geschaut. Und dann fiel mir natürlich ein, ja, könntest du mal einen Zug basteln. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Und das ist aber jetzt was anderes. Ah, genau. Das hier, Leute. Das ist ein kleines Tauschgeschäft gewesen. Mhm. Da. Ein Lämpchen von Fissmann. Ein Lämpchen von Fissmann. Noch ein Lämpchen von Fissmann. Und noch ein Lämpchen von Fissmann. Und natürlich noch ein Lämpchen von Fissmann. Ach ja, und noch ein Lämpchen von Fissmann. Und zum Schluss haben wir noch ein Lämpchen von Fissmann. Das sind insgesamt 7 Lämpchen von Fissmann. Aber das war noch nicht alles. So, dann haben wir Tada! Ich glaube, das ist ein Panzerwagen. Toll, ne? Das hat ja schon wieder Panzerwagen. So. Und dann haben wir hier natürlich einen
Panzerwagen. Und logischerweise haben wir hier einen, richtig, Panzerwagen. Und dann kommt natürlich logischerweise noch ein Panzerwagen. Hängt ja wieder mit Panzerwagen an hier. Ja. Hat mich jemand angeschrieben, weil ich etwas angeboten hatte zum Verkauf. Und er hat mir das angeboten zum Tausch. Ich muss aufpassen, wie die Kupplung habe, wie es aussieht. Ach, das sind ja hier diese neuen. Nimm Kupplungsschacht, kein Problem. Steck mal einfach wieder rein. Zack. So. Und das ist noch ein Panzerwagen. Und das sind alles 6-Achser. Ne? Mein Plan war nämlich folgender. Vielleicht klappt's, vielleicht auch nicht. Die Panzer kommen runter. Und dann kommen da Straßenbahnteile drauf. Mhm. Straßenbahn-Schwertransportzug. Vielleicht, mal gucken. Es sind also 5 Panzerwagen und 7 Lämpchen. Nochmal vielen Dank an denjenigen. Den schreibe ich nachher auch an, dass ein Paket angekommen ist und ich zufrieden bin. Ne? Bis auf das hier bei den Panzerwagen hier, diese komischen, seht ihr da? Das sind anscheinend auch Rungen. Die fehlen hier bei manchen Stellen. Aber ich glaube, die müssen auch gar nicht dran sein. Es ging mir eigentlich um die Wagen. Um die Wagen ging es mir nicht um die Panzer, es ging mir eigentlich um die Wagen. Weil ich mir einen Schwertransportzug bauen wollte. Und deswegen habe ich das Tauschgeschäft gemacht. Und ja, und außer natürlich wegen hier. Ihr wisst ja, ich brauche mal Lampen, kann man nie genug haben auf der Anlage. So, das war das. So. Okay, aber wir haben noch ein Paket. Ich räume die Panzer schon mal hier rüber. Nicht schießen. Das sind übrigens, ich glaube, Leopard 2. Das sind Leopard 2. Leo 2 sind es sozusagen, ne? Alles klar. So. Schön stehen bleiben. Alles klar. Gut. Dann haben wir nämlich noch das. Das ist auch eine Spontangeschichte gewesen, wie gesagt. Ich hoffe, dass das jetzt das Richtige ist. Nicht, dass das doch irgendwas anderes ist. Ja, so unvorbereitet, Menschenskinder hier, gibt's doch gar nicht. Ja, das mit den anderen Paketen, das habe ich nicht geahnt, dass das so schnell geht. Da muss ich wirklich sagen, toi toi. Also manchmal ist der wirklich schneller als die Polizei erlaubt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das mit dem Tauschgeschäft, das war eigentlich gestern erst besprochen worden. Also da muss ich wirklich sagen, wow. Natürlich auch nochmal vielen Dank an denjenigen, der mit mir getauscht hat, dass er so schnell das abgeschickt hat. Wahnsinn. Nicht gedacht. Ein Tag. So. Was haben wir denn hier? Ah ja. So ein Riesenkarton vor 2 Wochen. Ja, aber sind hier aus. Die Freiwagen sind es. Okay, Freiwagen. Noch mehr? Hier sind noch Freiwagen. Ich muss schon mal gucken, was das Richtige ist. Was ist das? Ah, okay. Also. Ach, das ist von den selben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ja. Alles klar. Deswegen ist er dabei. So, was haben wir denn hier Schönes? Ne? Also zum einen haben wir hier Minitricks. Ne? Minitricks und ein Fleischmann wieder mal. Und dann schauen wir noch mal, was es ist. Schauen wir mal, was wir den Gummi abmachen hier. Blöp. Schnipsgummis kann man nie genug haben. Und dann fangen wir doch mal mit dem hier an. Jo, muss ich sagen, wir fangen mit dem hier an. Habt ihr gesehen? Nee, aber jetzt. Bop. Hehe. Noch einer. Die gefallen mir so gut, die Wagen. Und sind perfekt für Holz geeignet. Ja, muss ich mir ein bisschen Holz organisieren. Kommen die Container wieder runter und dann kommt da Holz drauf und dann habe ich wieder 2 Container übrig. Ja, und dann habe ich dann halt fast einen kompletten Holzzug. Warum ich jetzt die Rohrwagen weggegeben habe,
Das kann ich euch sagen, weil mir jetzt 5-mal hintereinander die Rungen abgegangen sind und irgendwann habe ich die Schnauze voll. Sie sind einfach zu empfindlich, die Wagen. Also man sollte die dann wirklich nach dem Benutzen wieder in der Schachtel tun, aber nicht irgendwo stehen lassen. Und ich habe einfach Angst, dass die irgendwann mal wieder runterfliegen oder was wegbricht oder so. Und ja, mir ist schon während der Fahrt eine Runge abgefallen, hat zu einer Entgleisung geführt. Die sind wirklich sehr empfindlich, die Wagen. Aber es freut mich, dass ich einen Tauschpartner gefunden habe, der bereit war, etwas Tolles herzugeben. Und dafür bekommt er jetzt ein paar tolle, original verpackte Rohrrungenwagen. Und das hier ist ja auch perfekt geeignet für Holz. Ne? So, da war ja eigentlich auch geplant, dass die roten Wagen die Rohre runterkommen und dann Holz drauf. Aber warum soll ich die jetzt kaputt machen? Das ist ja schade drum. So, und dann haben wir jetzt hier Minitricks. Und da kommen wir zu dem Zug, den ich vorhabe zu gestalten. Und das sind zwei davon. Bup. Nö, so rum nicht. Aber so. Hä? Moment. Jetzt bin ich selber ein bisschen überrascht. Das passt nicht ganz in den Zug. Das sind zwar die richtigen Wagen. Habe ich das falsch gesehen? Das sind doch die Aussichtswagen, oder nicht? Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, weil es sollten eigentlich die mit den roten Türen sein. Die haben ja gar nicht die roten Türen. Nee, haben sie nicht. Da war aber mit, das sind das jetzt hier. Das sah auf dem Bild anders aus, da bin ich besoffen. Also jedenfalls, es sind Aussichtswagen. Seht ihr schon richtig? Und ihr könnt euch ja denken, was es werden soll. Richtig, es wird ein Schweizer Zug. Aber es wird ein ganz bestimmter Schweizer Zug. Aber ich wollte die mit den roten Türen. Die haben ja gar keine roten Türen, Mensch. Ja, weiße. Das war ein anderer. Das ist aber blöd. Ganz blöd. Egal, es sind zwei Aussichtswagen der SBB, der Schweizer Bundesbahn. Ohne rote Türen, wie es eigentlich geplant war. Da habe ich mich wohl ein bisschen verguckt. So ein Penner. Es ist nicht so schlimm. Also, die passen trotzdem in den Zug rein. Sollte halt ein bisschen aktueller sein und deswegen wollte ich die mit den roten Türen haben. Aber da habe ich mich wohl verguckt. Da muss ich noch mal auf die Seite oder auf den Artikel gehen. Die waren übrigens auch sehr, sehr günstig, die Aussichtswagen. Ich weiß, was sie sonst kosten, aber die haben wirklich sehr wenig gekostet. Aber haben keine roten Türen, so ist das nochmal. Ja, jetzt bin ich fertig. Aber jetzt kommen wir zu dem Highlight. Und da muss ich natürlich ein bisschen zaubern hier. Ne? Zoom. Zauber, Zauber, weil sonst passt es nämlich nicht drauf. Upsala. Ich habe mir eine Mini-Waschmaschine bestellt. Oder eine Kaffeemaschine oder was anderes. Nein, ist es nicht. Es ist natürlich ein Teil Überraschungspaket und ein Teil das, was ich mir rausgesucht habe. Das waren mehrere Dinge von einem Händler. Und die habe ich halt ja, auf einmal bestellt. Also dann halt alles zusammenpacken lassen. Und da ist ein kleines Malheur passiert. Weil ich wieder mal gepennt habe. Ich habe nämlich aus Versehen etwas ersteigert, was H0 ist. Einen Spielplatz. Aber ich glaube, ein H0-Spielplatz passt nicht ganz in mein Assi-Viertel, oder? Das wäre dann wahrscheinlich dann ein bisschen groß geworden. Also habe ich den Verkäufer angeschrieben, habe ihn gebeten, dass ich das storniere, da ich schon bezahlt hatte. Ne? Ich hatte das ja alles mit EMA bezahlt, das ganze Konvolut, das war auch sehr, sehr günstig. Das waren mehrere, also diese Konvolute meine ich jetzt, es waren mehrere Konvolute, die waren alle sehr, sehr günstig. Ich habe es also alle sehr, sehr günstig erschreibert. So, und kurze Rede, langer Sinn, er hat zu mir gesagt, er wird das stornieren und mir dafür etwas in N
noch mit dazulegen. Und genau das ist jetzt mit hier drin. Deswegen ist es halt ein kleines Überraschungspaket, weil ich weiß nicht, was er mir dazu getan hat. Ich lasse mich einfach überraschen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Vielleicht ist es auch etwas, was ich gar nicht brauche. Aber das werden wir ja jetzt gleich entdecken. Film ab! Nee, Quatsch. Ah, da kommt er noch gar nicht. Was ist das denn? So, jetzt kommt's. Jetzt. Immer noch nicht. Aber jetzt geht's los. Immer noch nicht. Naja, aber jetzt. Ja, jetzt geht's los. Ja, wunderschöne Papiertütchen. Fangen wir erstmal mit dem hier an. Wie ihr sehen könnt, falls ihr es erkennen könnt, das sind alles Ausschmückgeschichten. Ne? Davon kann man auch nie genug haben. Lipfersäulen, dann haben wir hier von der Baustelle Warnkreuze, also hier diese Dinger, die auf der Straße stehen, wenn irgendwo was gebaut wird. Alle mit LED, sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein paar Ampeln. Hier ist eine Ampel. Also kein Signal, ist eine Ampel, eine Straßenampel. Ich habe schon die Idee, wo die hinkommt. Hier die Lipfersäule so beleuchtet, cool. Oh, was ist denn das? Kann ich das nicht erkennen. Auf jeden Fall ist vieles mit LED dabei. Ne? Muss aber dann natürlich dann auch alles dementsprechend angeschlossen werden. Da habe ich dann schon den Experten, der mir hoffentlich hilft. Ne? Herr S. Punkt. Ihr wisst schon, wer es ist. Natürlich der Stefan. Der hat bis jetzt immer geholfen hat mit Elektronik. So, als nächstes haben wir dann. Ich packe jetzt erstmal die kleinen Tütchen hier aus. Hoch, was ist denn das? Okay, ja. Jens ist überrascht, weil hier sind ein paar Sachen dabei, die er nicht erwartet hat. Das sieht mal ganz nach dem aus, was ich nicht erwartet habe. Jetzt weiß ich, was ich damit soll. Das ist nicht. Das ist noch was. Und hier ist noch was. Und noch was. Ja. Aber ich denke mal, der Verkäufer hat sich schon Mühe gegeben. Mal sehen, was er mir gegeben hat als Ersatz. Papier hier, Schöpfschnagel runter. So, fangen wir mal an mit den ganzen Kladderadatsch. Was haben wir zuerst? Das hier. Das ist, glaube ich, ein Gebäude. Aber ein ganz bestimmtes Gebäude, was mir noch gefehlt hat für mein Assi-Viertel. Ich hoffe, das ist das auch. Das ist ja immer so teuer, wenn man es neu kauft. Ne? Aber diesmal habe ich es wirklich sehr, sehr günstig geschossen und darum habe ich es auch genommen. Ne, das ist es nicht. Das ist wahrscheinlich der Bonus. Ich glaube, das ist eine Feuerwache. Ja, das ist eine Feuerwache. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja wirklich keine Verwendung von der Feuerwache. Schade. Ich habe doch gar keine Feuerwache auf meiner Anlage. Keinen Platz dafür. Auf dem Berg vielleicht, die Bergfeuerwehr oder wie. Aber trotzdem, danke nochmal. Danke für den Ersatz. Aber ich hoffe, jetzt kommen wir zu dem Gebäude, was noch fehlt im Viertel. Was ich dringend gesucht habe. Ich wollte ja zuerst einen Aldi hinbauen. Aber ich denke mal, das Ding passt besser. Ne? Würde ich auch sagen. Schöner Ikea. Der kleine Ikea hier. Wo sie alle einkaufen gehen. Ja, war wirklich sehr, sehr günstig. Wie gesagt, das waren mehrere Konvolute. Und wir sind dann noch nicht fertig. Das ist ja selber. Dauert noch eine Weile. So. Wird noch interessant, das alles aufzubauen. Ne? So, wieder Papier. Was haben wir hier? Wieder Papier, was haben wir hier? Oh, okay. Das sind, glaube ich, Fahrradständer. Ja. Fahrradständer und Verkehrszeichen. Die lassen wir gleich, wo sie sind, drinnen. Könnt ihr nachher dann zum Schluss, also die tue ich euch nicht nochmal vorführen, ihr habt sie jetzt gesehen. Die tue ich nachher zum Schluss mit in die Packung, wo auch das andere Zeug schon drin ist, dieses, was ich schon mal ersteigert habe. Dieses Zurüstzeug und das ganze Ausschmückungszeug, wo ich schon viel verwendet habe dafür auf der Anlage. Und was haben wir hier? Oh, hier ist was los. Ja,
So viele Gepäckfahrzeuge. Seht ihr mal, hä? So ging das früher auf dem Bahnhof zu. Mit den ganzen, wie hießen sie? Ne? Ameisen. Da haben wir eine Ameise. Ist das eine Ameise, oder? Und hier haben wir noch. Das ist, glaube ich, das Ding, was dafür benutzt wird, um die Wagen zu ziehen. Ach, so viele? Das waren so viele? Wo ist aber noch der Bonus mit dabei? Was sind die so nicht? Auf meinem Bahnhof ist gar kein Platz dafür, wo ich die hinstellen soll. Ja, da lassen wir uns schon was einfallen, ne? Eine Gepäckabfertigung basteln. Das ist doch ein bisschen viel. Das sah ein bisschen anders aus auf dem Foto. Doch ein bisschen zu viel des Guten. Macht nichts, macht nichts. So, was haben wir hier? Das Bäckchen. Was haben wir in dem Bäckchen hier? Machen wir das Licht an, damit ihr mehr seht. So, Bäckchen Nummer 3. Blumengiebel. Da kommen ein paar, kommen da zum Beispiel ins Assi-Viertel. So, und dann haben wir hier noch eine Pferdekutsche. Die kannst du natürlich nicht ins Viertel tun. Die werden auf der Straße stellen. Müssen wir mal gucken, wo wir die hinmachen. Also das ist wieder so Ausschmückungsmaterial fürs Viertel. Und natürlich auch vom Bahnsteig vielleicht noch. Mal gucken. So, und vom Berg, habe ich ganz vergessen, der muss ja auch neu gestaltet werden. Ach, was ich alles machen will. Und hier haben wir, was sind das? Aha. Das sind, glaube ich, oh, cool. Das wusste ich gar nicht, dass es dabei ist. Das ist natürlich nicht schlecht. Das sind Weichenlaternen. Hm, cool. In verschiedenen Varianten. Ne? Das glaube ich keine, oder? Das ist ja schön. Das habe ich gar nicht gesehen. Das war auf dem Bild nicht zu sehen. Das sind alles Weichenlaternen. Da. Ob ich hier jetzt mit einbaue? Mal gucken. Na sicher. Dann setze ich mir nicht nach Stahlschort. Aber erst wenn die ganzen Signale stehen, die ja geplant sind hinzubauen. Oh Gott, was ich alles vorhab. Das wird doch nie fertig. Ende erbt das dann einer. Der freut sich aber dann. Aber so weit wollen wir noch gar nicht denken. Noch ist er da. So. Was haben wir als nächstes? Aha. Auch wieder Ausschmückung. Und zwar haben wir hier eine. Richtig. Wasserkran. Und hier haben wir Ohren. Also wieder wunderschöne Ausschmückungssachen dabei. Freue ich mich. So aufpassen, dass es nicht kaputt geht hier. Und das ist, glaube ich, hier so ein Telegrafenmast. Und davon sind ganz schön viele dabei. Hier noch ein Telegrafenmast. Die werde ich vermutlich mit an der Hauptstrecke machen. So wie damals vorhanden, aber nicht mehr im Einsatz. Jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht zerknatscht wird hier. Das machen wir nochmal neu. Moment. Nicht, dass das kaputt geht hier. Das wäre doch schade drum. Stimmt's? Deswegen machen wir das richtig ordentlich wieder zusammen. Wie sich das gehört. So, zack. Zack, so geht's. Das wäre echt schade, wenn das kaputt geht. Also Telegrafenmasten und ein Wasserkran. Das ist wahrscheinlich irgendwie noch. Mal gucken, ob ich da noch eine Ecke dafür finde. Wie gesagt, man konnte auf dem Foto nicht alles erkennen. Ne? Also nicht, dass ich denke, ich habe das jetzt hier alles ersteigert und dann ist viel zu viel. Ich will ja nur einen Teil davon verwenden und dann vielleicht was abgeben. Ach, Autos, okay, die waren nicht dabei. Das will ich genau, das muss Bonus sein. Das ist Bonus. Das weiß ich ganz genau, dass die nicht mit auf dem Foto waren. Schöner LKW mit Anhänger. Mhm. Und dann haben wir hier noch ein paar kleine LKWs. Ich glaube, das ist Spielzeug. Ja, das ist Spielzeug. Spielzeug. Also dieser LKW und diese anderen LKWs waren definitiv nicht mit auf dem Foto. Das ist Bonus. Den großen Berg verwenden, die anderen kann ich ja dann hier jemandem geben.
als Bonus dann wieder ins Paket mit rein oder so. Mal gucken. Mache ich ja immer so, wenn ich was abgebe. Dass ich dann immer einen kleinen Bonus mit rein tue. Weil ich mache das ja immer so. Oh, das ist was Schweres. Was ist denn das? Oh, cool. Das war auch nicht mit dabei zu sehen. Ich glaube, das ist die falsche Spur. Kann das sein? Das ist die falsche Spur. Bisschen groß für N, oder? Finden Sie nicht auch, dass es ein bisschen groß ist für N? Ich glaube, das ist eine andere Spur. Oder bin ich blöd? Ist das wirklich? Das ist doch niemals... Nee. Also das ist, glaube ich, entweder TT oder sogar schon H0 kann es nicht sein. Keine Ahnung, was das ist. Aber es ist definitiv nicht N. Könnt ihr gucken, das ist zu groß. Ja, der Vergleich. Das ist N. Und das ist entweder TT. Ich glaube, das ist TT. Der Sattelzug ist auf jeden Fall N. Aber das nicht. Ein bisschen zu groß. Ja, das ist auf jeden Fall auch N. Schöner alter Mercedes. Ja, und den hier, den kennt ihr alle. Ne? Aus der DDR-Zeit. Und dann haben wir hier noch ein Gehforschen. Ein Gehforschen. So. Das ist anscheinend auch Bonus. Also muss ich sagen, ganz schön viel Bonus dazu getan. Zugetan. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hat ja viel Bonus dazu getan. Also er hat mir ganz schön Bonus dazugelegt. Klingt besser. So. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Das wird ein langes Video. Das tut mir leid, da muss man unter zwei Teile machen. Da machen wir zwei Teile. Oh. Endlich hab Stiche. Oh, endlich hab Stiche. Stiche. Ihr wisst ja, wo die gefehlt haben. Auf dem Berg, ne? Da stehen ja bloß Banker. Und die Leute, die müssen sich ihr Glas in die Hand nehmen. Können sie nicht auf den Tisch abstellen. Und jetzt habe ich mir ein paar Tische organisiert. Ja, das ist dann später, wenn der Berg neu gestaltet wird, irgendwann mal. Keine Sorge, im Herbst wird wieder richtig viel gebaut. Verspreche ich euch jetzt schon. Aber erstmal untenrum. Ja, wie hört sich das denn wieder an? Also erstmal der untere Teil, nämlich das Assi-Viertel, der Neubaublock, die Rampe vielleicht dann noch. Und dann fangen wir mit dem Berg an. Oder machen wir den Berg fertig. Und dann noch nebenbei die Elektronik mit Signalen und so weiter. Das wird bestimmt lustig aussehen, wenn dann 12, 13 Signale auf der Anlage sind. Da freue ich mich schon drauf. Oh, was ist denn das? Oh, ist das nicht putzig? Ist doch ein Bonfor. Ein Bonfor. Was soll denn das sein? Ein Flakgeschütz oder was? Noch mehr Autos. Naja, kennen wir alle. Hier ist auch schon was schief gelaufen. Das sollte wohl mal eine Ami-Limousine darstellen. Ja, die Baustelle sind. Hier haben wir noch so ein Ding hier, was auf dem Bahnhof rumfährt. Wenn es überhaupt noch fährt. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Gibt es das überhaupt noch, Leute? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es sowas überhaupt noch gibt. Dass solche Ameisen mit Gepäckanhängern rumfahren auf dem Bahnhof. Ich glaube auch nicht in Deutschland. In anderen Ländern vielleicht. Der Schweiz? Aber ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht mehr. Dass so Gepäckwagen rumfahren. So. Also zumindest nicht die, die es früher gab. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, das ist eine Verkehrszeichen-Armada. Was ist das viel? Wo soll ich denn die alle anbringen? Und das ist alles für einen Bahnhof, zum Bahnhof, zur Bäckerei, Stoppschild, Überholverbot, alles dabei. Cool. Ja, ich würde sagen, es gibt viel zu tun. Stellen Sie sie hin. Aber nicht mehr heute. Vorsichtig. Verkehrszeichen sind empfindlich. So, das waren die kleinen Päckchen. Jetzt kommen wir zu den etwas größeren. Was haben wir denn da?
Ja, das ist richtig. Das war auch so geplant. Ihr seht richtig, das ist eine Viaduktbrücke. Wo die hinkommt, könnt ihr euch ja vorstellen. Muss ja den Höhenunterschied anpassen, wenn dann die Rampe zu Ende ist. Und genau da setzt die dann an. Wenn es passt. Wunderbar. Sonst werden die Beine gekürzt. Ja, das sieht dann blöd aus. Gucken wir mal. Ich habe ja schon ein paar solche Teile, das wisst ihr ja. Und das muss dann alles dementsprechend angepasst werden. Auch das hier. Dann habe ich ja schon die Füße da, wisst ihr ja. Und mir fehlt noch so ein Stück, was ich dazwischen setzen kann. Na, das kommt ganz hinten hin. Das war ja bei den anderen nicht mehr komplett. Aber wie gesagt, das muss man mit der Höhe dann gucken, ob das so passt. Damit das dann auch dementsprechend ordentlich aussieht. Irgendwann mal. Das freut ihr euch sicherlich, wenn es endlich losgeht mit Bauen. Ich auch, aber ich muss auch Zeit dazu haben. Ne? Ich kann nicht zu meinem Chef sagen, hier, entschuldigen Sie, ich muss meine Woche Urlaub machen, ich muss meine Modellbahn bauen, das ist nichts, was er mir erzählt. Brauchen wir schon überreden. Ja, Herr Krabo, kein Problem. Sie können gerne zu Hause bleiben. Für immer. Nee, da muss ich dann schon im rechtzeitig Bescheid sagen wegen Urlaub. Und ich denke mal, es wird schon was passieren im Herbst. Keine Sorge, Leute. Ein paar Bäume. Ne? Aber ich glaube, Bäume habe ich mehr als genug. Das muss ein Bonus sein, weil Bäume waren garantiert bei dem Konvolut nicht dabei gewesen. Denn Bäume habe ich wirklich mehr als genug. Das wisst ihr ja. Ich habe eine ganze Kiste geschenkt bekommen mit 100 Stück. Und die müssen erstmal alle auf dem Berg verbaut werden. Aber was ist das? Jetzt will ich mal wissen, was das ist. Das ist eine Lok. Nee, doch nicht. Noch mehr Ausschmückungsmaterial. Container. Und ein paar Rollen. Stromrollen. Und ganz, ganz viele Telegrafenmasten. Da haben wir noch mehr. Unten drunter, ja. Ein Bahnübergang haben wir noch. Zeige ich euch bloß mal so schnell. Hol ich jetzt nicht raus. Ich brauche noch einen Bahnübergang, das wisst ihr ja. Ich hatte ja noch mal einen bekommen. Ne? Wisst ihr ja? Auch. Aber ihr wisst ja auch, dass auf dem Berg keine Bahnübergänge sind. Hm? Und dort muss noch einer hin. Und deswegen habe ich jetzt noch einen Bahnübergang. Der eine ist für die Kurve und der andere ist oben vom Berg. Und den anderen, da werde ich dann halt bloß einen provisorischen machen. Also dort, wo jetzt die Häuser dazwischen sind, wo der Bus steht und die Bushaltestelle ist, da kommt ein großer Bahnübergang hin mit zwei Schranken. Und das andere, hinter der Berg, hinter dem Berg, da wo die Burg anfängt oder wo dann das Krankenhaus später mal hinkommt, da kommt ein provisorischer, ganz normaler Bahnübergang ohne Schranken hin. Aber mit, richtig, Warnkreuzen. Andreas Kreuzen, meine Güte. Aber was ist das? Das war nicht dabei, bin ich mir sicher. Okay. Das muss Bonus sein. Bonus! Können wir aber auf jeden Fall mit verbauen. Mal gucken. Das wird aber dann ein großes Viadukt, meine Güte, ey. Oh! Bonus. Ja, Leute. Das muss aber alles dementsprechend angepasst werden. Das wird interessant. Ist das Metall? Ne, ist Plastik. So, gut. Ich versuche das jetzt nochmal alles ordentlich alles hinzulegen. Also ich packe jetzt nicht die ganzen Tüten nochmal aus. Nur das Provisorische jetzt hier. So. Das war das. Der Aldi-Markt. Feuerwache, die ich nicht brauche. Meine SBB-Wagen ohne rote Türen. Ohne rote Türen. Tellerwagen. Die Panzerwagen könnt ihr jetzt auch noch hinlesen. Ja klar, machen wir den Panzerwagen hin. Kann man kaum sehen, aber ihr wisst ja, was alles dabei ist. Das ist dieses Tauschgeschäft gewesen. Aber keine Sorge, der SBB-Zug ist noch nicht fertig. Da fehlen noch ein paar Wagen, ne? Da fehlen noch ganz schön viele Wagen. Die kommen aber noch.
Die kommen aber leider aus dem Ausland. Und da wird es wieder ein Weilchen dauern, bis die da sind. So, dann haben wir noch die 7 Lampen hier. Nicht die 7 Geißlein, nee, das sind die 7 Lampen. Wo ich die hinmache, weiß ich noch nicht. Ich denke mal auf den Berg, logischerweise. Das Krankenhaus muss ja beleuchtet sein. Wenn es irgendwann mal fertig wird. Und dann haben wir die ganzen Päckchen hier, die ich jetzt nicht auspacke. Es hat gerade geklingelt. Moment. Ja, Freunde. Das ist jetzt alles, was ich bekommen habe bis jetzt. Vom SBB zu kommt noch was dazu. Irgendwann mal. Wenn es da ist, aus Spanien oder aus Italien, je nachdem. Das sind die ganzen Päckchen hier mit den Ausschmückungsmaterialien. Die Viaduktteile. Zwei ist ein Bonus. Meine 7 Lampen. Die 5 Panzerwagen, die 2 Containerwagen und halt hier noch Ausschmückungsmaterial. Ja, gut. Da würde ich sagen, ich baue die Kamera dann wieder um und dann erkläre ich euch noch ein bisschen was zu dem Material. Bis gleich. So, Leute. Das waren die Pakete. Insgesamt 4 Stück. Es kommen noch ein paar. Wie gesagt, der Schweizer Zug muss ja komplettiert werden. Ja, gut. Und jetzt noch ein paar Dinge, was passiert denn morgen? Ja, eine Tour, logischerweise. Wohin es geht, verrate ich natürlich noch mal nicht. Aber ich kann ja schon so viel sagen, alte Gleise. Ja, das ist gut, ne? Okay, ich gebe euch noch einen Tipp. Hinter Dresden. So, jetzt reicht's aber. Ich denke, das sollte dann jeder wissen, was es ist. Eigentlich hatte ich etwas anderes geplant, aber das hat eine höhere Priorität und ich hoffe, ich fahre nicht umsonst dahin. Mir hat auch jemand Informationsmaterial zukommen lassen und ein kleines Video, wie es aktuell aussieht dort. So, dass es auf jeden Fall Lust auf mehr macht, will ich mal sagen. Und deswegen fahre ich da als erstes hin. Das andere in Thüringen, das rennt nicht weg. Das steht bestimmt auch nächstes Jahr noch alles da und verfällt. Das ist nämlich das Problem. Das andere nicht. Denn da weiß man nicht, wenn es weg ist. Das soll in nächster Zeit verschwinden. Und genau aus diesem Grund schaue ich es mir noch schnell an, bevor es weg ist. Bevor alles weg ist. Ein Teil ist ja leider schon weg. Schade eigentlich. Aber es ist noch genug zum Anschauen da. Das hoffe ich zumindest. Tja, und genau deswegen gucken wir mal, was da alles noch ist. Kann natürlich sein, dass es umsonst war, weil ich sag nur, Chemnitz, was da passiert ist, wisst ihr alle. Das kann genauso gut dort passieren. Mir wurde versichert, du kannst dort alles anschauen, kein Problem. Aber ihr wisst genau, wenn einer was sagt, heißt das nicht, dass das wirklich so ist. Da muss ich mich davon selbst überzeugen. Wenn ich natürlich umsonst den Fahrer, ist es nicht so schlimm, dann muss ich mir halt eine Alternative dann einfallen lassen. Ich schaue mir jetzt erstmal morgen an, was ich vorhabe. Und wenn es halt nicht klappt oder aus irgendeinem Grund man das nicht anschauen kann, muss ich halt eine Alternative suchen. Ob da irgendwas in der Nähe ist, kann ich euch aber nicht versprechen. Gut, würde sagen, das wird so langsam spät und ich will es auch noch heute hochladen, das Video. Und genau aus diesem Grund werde ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Inklusive das, was ich in Halle aufgenommen habe und das Trainspotting-Material. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. In dem Sinne, tschüss.